Die Alte Oper zu Frankfurt. Große Inszenierung der Meisterfeier 2023 der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Hier kommen unsere Stars heute Nachmittag. Hier kommen die Jungmeisterinnen und Jungmeister 2023. Die große Bühne gehört heute Ihnen. Rund 300 Jungmeisterinnen und Jungmeistern aus 12 Gewerken. Darunter Bäcker, Elektrotechniker, Feinwerkmechaniker, Schornsteinfeger und Zahntechniker. Sie haben sich für einen der mehr als 130 Berufe im Handwerk entschieden und es zur Meisterschaft gebracht, dem höchsten Gütesiegel im deutschen Handwerk, gleichwertig mit dem akademischen Bachelorabschluss. Was für eine Erfolgsgeschichte! Ich habe den Meister gemacht, um meinen Horizont einfach zu erweitern, weil man durch den Meister einfach viel mehr Wissen sich eineignen kann. Als Meister braucht man Durchsetzungsvermögen, Leidenschaft und sehr viel Freude am Arbeiten. Ich habe mich fürs Handwerk und den Meister entschieden, weil man eine Tradition halt lernt und das begeistert mich. Es ist ein tolles Gefühl, einwandfrei, ich bin sehr glücklich. Ja, es war auch riesig heute, also total überrascht war ich. Kammerpräsidentin Susanne Haus lobt in ihrem Grußwort das Engagement der neuen Führungsgeneration und erklärt sie offiziell zur Meisterin und Meistern ihres Gewerks. Die Botschaft: Unser Wirtschaftsstandort braucht sie dringend. Ohne Handwerk ist die Gesellschaft einfach auch nicht überlebensfähig. Wir bringen so viel für den Alltag der Menschen, wir bringen so viel für die Weiterentwicklung der Technologien, wir bringen Innovationen, wir bringen Ausbildung, wir bringen also alles, was die Gesellschaft braucht. Die Laudatio auf die Nachwuchstalente hält der Präsident der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Professor Enrico Schleif. Er hebt die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung hervor. Beide Bildungswege ergänzen sich und bringen gesellschaftlichen Fortschritt. Ich glaube, in dieser Gesellschaft brauchen wir auf der einen Seite die berufliche Qualifikation. Wir brauchen das Handwerk in vielen, vielen Bereichen mit seiner praktischen Erfahrung. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch die Akademie. Und nur wenn beides zusammenspielt, ich glaube, dann wird unsere Gesellschaft erfolgreich sein. Besondere Auszeichnung für die internationalen Meister durch Ehrengast Thorsten Schäfer-Gümbel. Sowie für die jahrgangsbesten Jungmeisterinnen und Jungmeister und die Preisträgerinnen und Preisträger der Frankfurter Handwerksstiftung. Eine glänzende Zukunft wartet auf Sie alle. Gefeiert mit dem Sound der Band Showtick und Tanzeinlagen der La Calidad Dance Company. Durch den Abend führt Daniel Fischer. Auch er setzt auf das Handwerk. Tatsächlich ist es so, ich habe 3 Kinder. Ich würde all meinen Kindern empfehlen, geht ins Handwerk, weil... Ja, ich glaube, die Auftragsbücher, egal wohin du hörst, sind total voll. Jeder braucht Handwerker und kriegt eigentlich keinen. Insofern ist es doch super. Also, macht es. Der Grundstein vieler Karrieren ist jetzt gelegt. Mit dem Erhalt der Briefe können Sie Betriebe gründen und Wissen an die nächste Generation weitergeben oder auch eine Führungsposition übernehmen. Der Meisterbrief ist ein regelrechter Türöffner. Mit einer Ausbildung und daraufhin dann dem Meister drauf aufgebaut, kann man so viel mittlerweile erreichen, dass man vielleicht nicht immer studieren muss. Und ich persönlich bin super froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Ich nähe schon seit ich 7 Jahre alt bin und da war relativ schnell klar, dass ich da in dem Bereich auch später sein möchte. Und ich möchte lieber das Handwerk lernen, als nur in Theorie Mode zu schaffen. Zum einen habe ich ja damit, sag ich mal, die Möglichkeit, meinen eigenen Betrieb zu gründen und junge Generationen nach mir auszubilden und habe auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft dann damit gebracht. Einfach machen, man wächst da rein. Man wächst mit der Zeit da rein und ja, das Handwerk braucht neue Leute. Und Sie gehen mit gutem Beispiel voran. Ihr Meistertitel steht für fachliche Expertise und gelebte Verantwortung. Lasst euch feiern, liebe Jungmeisterinnen und Jungmeister. Dieser Abend gehört euch und die Zukunft sowieso.